Wisst ihr was? Wir können ja eigentlich schon mal das letzte Musikinstrument holen, was mir noch fehlt, und zwar die Seestern-Triangel. Zusätzlich dazu kann das Hawkett hier einen Herzcontainer finden und was noch viel wichtiger ist, eine Ocarina mit Zweitelement. Mir fehlt wirklich nur noch mehr dieses eine Instrument, steht ja hier 7 von 8. Ich kann euch auch mal zeigen, wie das aussieht, wenn man vorher schon zum Windfischer hier oben hingehen wollen würde. Dann steht da, du kannst die Gegner nicht sehen, die Macht der Instrumente reicht nicht aus. Und deswegen hole ich mir jetzt erstmal hier drüben das letzte Instrument, was mir noch fehlt, und dann schauen wir mal, ne? Besiege das Riesenmonster in der Grotte, es ist Phantom Ganon. Und wir sind im Zephyr Terra Tempel. Und auf der Karte selber, sehr clever, an der Stelle, wo der Maskentempel ist, und Horror Kid trägt eine Maske. Genial. Stufe 60 muss reichen. Sein Awakening Outfit in grün und gelb muss auch reichen. Und ich habe immer noch keine Majora's Ocarina Plus mit Sternen. Aber das muss auch reichen. Denn hier gibt es Eulenstatuen und ich kriege dann sowieso die beste Version davon. Also Lana, aha, Hauptgott, gut, dann Legal da, okay, auch gut, so, pipapo. Ach du meine Güte, gleich drei Schatztruhen. Irgendwo ist ein großer Schlüssel, vielleicht der sogar schon in der Südwestweißen Festung oder in der Südostweißen Festung oder in der Halle der Köpfe. Ich würde eher sagen, in dieser Schlacht werden einige Köpfe rollen. Also legen wir los, keine Zeit vergeuden. Mit mir an eurer Seite ist die Siegs- und greift nah. Okay, Mann, immer diese Zungenbrecher am Anfang. So, besiege Sia. So, rücken gleich mal gegen mein Hauptquartier vor. Naja, was auch sonst. So, jetzt ist der richtige Zentrum zum Vorstoß. Und knacks. Da ist der Pyroma auch schon, der Spacken. So. Alter, mache ich dem wenig Schaden. Na, viel ist das jetzt nicht. Viel ist das nicht. Der Sieg ist noch greif nah. Werden wir noch sehen, Sia. Werden wir noch sehen. So, ich habe hier auch Augenlaser. Ja, bist du so aufgeregt, dass ich die Elfe recht so? So, Melanie wird auf dem Schlachtfeld gesichtet. Ich bin hier, um euch zu helfen. Ich bitte darum. So, Matz, Matz, Matz. Ja, überlass die Fenne der Festung mir. Denen zeige ich, was ich kann. Alter, Pyroma hält schon wieder viel zu viel aus. Voll nicht übertrieben. Ey! Ich kann nicht zu schwach sein mit Stufe 60. Unmöglich. Unmöglich. So. Trotzdem wäre ein bisschen Magie ganz schön. Urfestung schwächer den Feind. Naja, ob das auf Pyroma dann auch zutrifft, weiß ich nicht. Das werden wir dann sehen. So. Batz, 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 batz. Rampabam, bam, bam. Augenlaser. Yeah. So, Stufenaufstieg. Sehr gut. So, ich finde, mit dem Augenlaser kann man sehr viele Gegner treffen. Das ist sehr praktisch. Oho, was haben wir denn hier? Gleich mal ein Herz mehr für das Hawkett, das ist gut. Okay, ich jetzt erstmal da unten hin. Pyroma kann mich mal. Komplett kreuzweise. Ah, hier treffe ich richtig viele Gegner mit den Augen. 1, 2 und los. So, finde Kugeln werfen ist auch nicht schlecht. 1, 2 und... Das ist schon wieder 1 zu viel. 1, 2 und... Hallo? 1, 2, Laser! Genau das meinte ich. Oder einfach mal einen fetten Tornado rufen. Mit einem Meteoriten hinten dran. Auch nicht so schlecht. Zack, babababababam. So, Belagerungsgesichter, das sind 2. Und die schlage ich zu Brei. So, besiege die Belagerer. Wer soll ich eigentlich noch alles besiegen, hm? Und erstmal meine Festungen sabotieren. Kriege ich hier vielleicht mal Magie? Nö. Kriege ich überhaupt nichts hier. Nix gibt's hier für mich. So, hier sind wir im Terra-Tempel-Abschnitt. Oh, hier ist es ein Scherzbelagerer.
Verpiss dich! Ja, ich weiß, dass der schnell besiegt werden muss. Ich bin gerade dabei. Bam! Du lebst ja immer noch! Mann, das gibt's doch nicht! Ich bin Stufe 60, 61 sogar schon! So, geh einfach schmerzhaft sterben! Gegen meine Maske hast du keine Chance! Jawohl! Aber irgendwo muss ja noch ein zweiter sein. Hat er geheißen, es sind zwei. Sieh auch den anderen Belagerer! Ja! Wenn ich wüsste, wo der ist, könnt ihr die Karte fragen. Wenn ich wüsste, wo der ist, guck doch halt! Da drüben? Okay. Ich glaube, schlauer wäre es erst einmal zu flöten. Und dann gibt's auf die Klöten für die bösen Buben. So, ich muss jetzt erstmal hier hoch, weil... Oh, nee. Mann, ich verwechsel immer diese scheiß Richtungen. Das sieht für mich so aus, als wäre das eben nicht hinter mir, sondern vor mir. Das ist irgendwie so komisch. Wenn man sich da umdreht, wenn die Kamera sich dreht, ist das komplett falsch. So, ich muss am allerwichtigsten mal die Eulenstarte beim Hauptquartier aktivieren. Linke ist schon mal in Bedrängnis, ja fickt euch! Was fällt euch denn schon wieder für einen Scheiß ein? Melody ist auch in Bedrängnis, ja, alle in Bedrängnis! Alle zu nichts zu gebrauchen! Und kein einziges Magiefläschchen für mich. Das kann nicht euer Ernst sein. Ich kriege überhaupt keinen Mana. Ich habe leider kein Nixenglöckchen mehr, um das aufzufüllen. So, hier ist Volga. Alter. Und kein einziger grüner Kuh wollte mich verarschen. Das gibt's doch nicht. Ach komm schon, Spiel. Sei doch nicht so scheiße. Sei doch nicht komplett scheiße zu mir. Das gibt's doch gar nicht. Wie es hier einfach mal nix gibt. Nix. Gar nix. So. Daneben. So, zugegeben, die Schlacht ist schon ziemlich hart, weil das Ganze geht jetzt schon über 5 Minuten. Und die sterben einfach nicht. You Motherfucker! Darf aber nicht wahr sein. Ja, ich scheiß auf den Belagerer. Ich habe jetzt gerade keine Zeit für den. Ich muss jetzt erstmal Volga zerficken hier. Bevor der Linkel zerlegt. Ja, Melolin Gefahr. Die braucht eh keiner. Weil die nichts kann. So, kannst du mal den Schwachpunkt der Blößen, du Penner? Genau, danke. Die Schlacht ist ganz schön scheiße irgendwie. So, jetzt stirb endlich, du Hurensohn. Kann ich nicht mehr sehen. Weg mit dir. So, mit dem Augenlaser gekillt. Und der Hurensohn droppt natürlich ein großes Herz und keine große Magieflasche. Was ist das? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich habe an sich auch viel zu wenige Chaos. Was soll die Scheiße? Hallo? Magie? Ich brauche Mana, keine Herzen. Kleine grüne Magieflächen, hier gibt's kein einziges. Das kann nicht euer Ernst sein. Ihr wollt mich doch verarschen. Wie es hier einfach keine Magie gibt. Das ist hier nicht die Master Windwaker-Karte, du Sau. Ach, hier gibt's jetzt einen Krug. Toll, und was ist da drin? Ein einziges kleines Fläschchen, ja natürlich. Da habe ich was davon. Ich bräuchte noch mindestens zwei. Bam! So, Melody will von... Ja, gescheißen, Melody, du kannst eh nix. Wie nutzlos bist du eigentlich? Ja, aber kannst du sagen, meinen Freund so was anzutun? Du scheiß verdammte Missgeburt, du bist doch echt bescheuert, was soll denn das? Und fick dich. So, na endlich kann ich Magie benutzen, aber ich heb sie mir lieber noch auf. Nicht vergessen, ich muss hier von Tunganum besiegen. Wenn ich daran keine Magie habe, dauert das ewig, den zu platt zu machen. Alter, die Schlacht ist doch komplett scheiße. Wie lange geht das jetzt schon? 7,5 Minuten. Mmh.
So, halte der Felsen erobert. Obwohl der Felsenskommandant doch lebt. Das ist auch ein komischer Bug. So. Gibt's ja nicht. Achso, die eine Festung da unten fehlt nur noch mehr. Okay. Alter, ist die Schlacht scheiße. Ich weiß es ja nicht. Ich kann auch nicht so schwach sein mit Stufe 61. Ich bitte euch. Das kann's nicht sein. Aber wo soll ich denn genug Chaos herbekommen? Gibt's hier vielleicht bitte nochmal? Ah, hier ist was Großes auf einmal. Endlich. So. Da machen wir mal den. Kann ja wohl nicht sein. Ja, schon besser, aber immer noch nicht gut genug. So, geht doch einfach alles scheißen. Wenn ihr das überhaupt könnt. So. Endlich wurde der Feind geschwächt. Heilige Scheiße. Und endlich haben wir den großen Schlüssel. Ja, leck mich doch am Arsch. Welch ein Wunder. So. Da gibt es die Südwesteisenfestung, Robert. Ja, schön für dich. Schön für dich. Aber mir ist scheißegal. So. Ich muss mich ranhalten. So, Ding Dong. Gehen wir zu Hause. Aha. Aber fallen mal Laser. So. Komm her, du alle Biatsch. Jetzt mach ich dich richtig Meier. Ich muss nur gucken, dass ich genug Chaos habe am Ende. Zeitmäßig. Ja, es wird knapp. Ich habe es im Gefühl, es wird sehr knapp. Gibt es hier drüben vielleicht dann nochmal irgendwo Magiefläschchen, dass ich mir dann später noch nehmen kann oder so? Ich weiß nicht genau. So, das sind immer noch zu wenige Chaos, du Hurensohn. Das gibt es nicht. Wo sind die ganzen Gegner hin? Kann doch nicht sein. So, kennst du die Regeln dieses Spiels? Ja, ich alles, du nix. Das zahlt sich doch alles nicht aus. Ey, ich schwör, wenn sich das nicht ausgeht, ich krieg einen Anfall. Wie soll man denn das so schnell schaffen? Die Schlacht ist doch komplett scheiße. Und viel zu schwer. So. Wollt ihr mich komplett verarschen? Ich habe das Gefühl, ja, das wollen sie. Ey, das schaffe ich nie im Leben. Mann! Warum soll ich es auch noch Phantom Ganon besiegen? Sind die behindert? Das kann man nicht schaffen, aber das muss man schaffen können. So, hier gibt es nochmal Magie. Das heißt, wenn ich mich hier hinstelle. Auf jeden Fall gleich mal die Ocarina nehmen. So. Boom. So. Flöten. Und dann dahin. Na, wohin? Alter, scheiß Kamera, die macht mir auch alles zunichte. Ich habe jetzt nur noch mehr, nicht mal 4 Minuten Zeit, um sowohl sie als auch jetzt noch Phantom Ganon, der gleich erscheint, auch noch platt zu machen. Willst mich verarschen? So, na los, komm her. Die Frage ist vor allem wieder, wo wir von Tom Ganon auftauchen. Ja, Link in Bedrängnis, leck mich am Arsch! So, Klappe, du Fotze! Meine kleine Strategie soll für den Eier, für den Eier aller Lacher sorgen. Steckst dir sonst du hin, dein Lacher? Ah, eh gleich hier, okay! Von Tom Ganon ist da. Hab ihn schon gefunden. So. Und ich habe noch. Puh! 3 Minuten gut Zeit, um den Hurensohn jetzt zu zerficken. So, los, wir spielen Tennis. Ja, Motivator wurde auch noch gesichtet, aber fick deine Mutter. Ich habe keine Zeit für den Scheiß.
Warum stirbst du nicht endlich? Alter, na ist klar, seht euch das an. Wer darf nicht abhauen? Achso, Lana. Na, dann ist mir Link auch scheißegal, sorry. Puh, na, es könnte sich aber noch ausgehen, wenn von so einem Garnern jetzt nicht komplett scheiße ist. So, jetzt Bomben. Nein, 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 Vorsicht, Vorsicht. So, jetzt aber Bomben. Der seine Schwachung nochmal entblößt, dieser Wichser. Geh doch einfach sterben, bitte. Ja, das wird knapp. Sehr knapp. Komm schon, komm, 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 komm. Nein! Ah, man muss ficken, aber du bist ein Hurensohn, weißt du das? Alter. So, nochmal Bomben. Halt die Fresse da drüben, wo auch immer du bist. So. Und stirb. Doch noch geschafft. Alter, war das scheiße. Ja, und dann auch noch goldene Feenahrung statt Material. Ist klar. Was für eine Scheißschlacht war das denn? Aber ich hab's geschafft und hab genau das bekommen, was ich wollte. Nämlich die Schock-Ocarina. Mit den Elementen Finsternis und Blitz. Okay. Boah, endlich die Seestern-Triangel bekommen. Und da ich ja sowieso hier drüben, und die Schlacht machen wir jetzt auch als nächstes, hier auf diesem Feld eh ein Instrument brauche, um dann da oben rauf zu kommen, werde ich das genauso machen. Gut, ja. Darunia, unser dickster aller Goron, braucht den allermächtigsten Hammer, den er bekommen kann. Mit einem Herzcontainer und Feenahrung und Feenkleidung in der Entscheidungsschlacht von Wind Waker. Oh mein Gott! Da bin ich jetzt aber mal gespannt, ob Stufe 65 im Wald von Firone ausreicht. Wenn wir... wenn wir aussehen wie der Deku-Bomb. Genial. Okay, gut. Für ihn habe ich wenigstens eine Stahlhammer Plus mit immerhin 3 Sternen. Also, wenn das nicht reicht, fress ich den Hammer. Mit Senf und Ketchup. Na, wenigstens gibt es auch hier Eulenstatuen. Haben sie immer dran gedacht und... Oh, Gira heben auch. Meine Güte, der muss... Oh, ja. Gut, da unten. Da vorne und da drüben. Mal schauen. Ich kann nicht garantieren, dass ich alle Spezialisten retten kann, aber ich werde es probieren. Ich werde es müssen. So, Südostbaum hat einen Schatz. Und auch die Quelle der Göttin. Na gut, los geht's. Dieser Kampf wird meinen Ruhm mehren. Besiege Link zusammen mit Girahim. Besiege Hauptleute, bis der Feldmarschall sich zeigt. Und oh mein Gott, wolltest du mich da gerade verprügeln? Na warte, so! Knacks! Gibt's richtig auf die Fresse hier mit meinem Hammer! Ich heuer sogar in Sachen kaputt! So, Schädelplatzer! Boom! Und der erste Steinbossblin ist down! Super! Eine Rettung aus Feindesland? Kein Problem für Mitten wie mich! So, die anderen Truppen wollen verbündeten Einheiten abwerben. Ich glaube nicht. I don't think so. Bam. So, aber da muss ich mich beeilen. Diese Festung ist unser. So, hoffen wir mal hier wieder auf ein paar Magiefläschchen. Ja. Rekrutierer rückt gegen den
Dönerdorus vor. Ein Döner macht schöner. Bam. So. Ein weiteres Fläschchen noch, bitte. Das wäre wichtig. Ja, danke schön. So. Achso, die Fesseln kann ich auch später. Und ach du Scheiße, guckt euch an, was da vorne schon wieder alles los ist. Die sind ja alle auf einem Haufen. Und so einen großen Haufen können die auch gleich mal aus ihrem Anus quetschen, wenn ich mit denen fertig bin. So. Skidoosh. Und it's Hammer Time. Und weißt du, schön wir gleich nochmal. So, wir haben den Offensivspezialisten gerettet. Jawohl. Einen zumindest. So, hier fangen. Das war ein bisschen zu schwer und zu heiß. Macht nichts. So. Bam, 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 bam. So, Offensivspezialist rückt gegen die anderen Truppen vor. Ah, ganz gut. Ich muss dich loben. Kriegt schon wieder jemand eine Erektion hier, während der Schlacht. So, noch ein Offensivspezialist gerade. Bleibt ja nur noch mal einer übrig, und zwar hier vorne. So, okay. Na, so habe ich das gern. So habe ich das gern. Jetzt, ach, Tünde. Das Melody. Ach, hoppla, war ich das? Das tut mir aber leid. So, ich glaube, den muss ich jetzt noch besiegen, dass der Defensivspezialist noch gerettet wird. Wum, 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 bam! Und das war's. So, Defensivspezialist. Ich habe alle drei Spezialisten gerettet. Na, die Schlacht läuft ja bedeutend besser als die mit dem Horror-Kit. Ich finde das Horror-Kit auch gar nicht mal so gut, um ehrlich zu sein. So als... Da gibt's bessere. Ganondorf ist immer noch der allerbeste Finsterniskämpfer. Und Sia ist auch besser. Aber das Horror-Kit... Dem fehlt es an der nötigen Durchschlagskraft. All seine Kombos sind zwar relativ schnell und treffen viele Gegner, aber gegen einzelne zieht es doch irgendwie den kürzeren. So! Ich hau ja so gern Sachen kaputt. Jetzt habe ich dich kaputt gemacht. Haha, Melody ist weg. So, Belager bin. Was? Beginnt der Fessen zu sagen. Oh, Tetra! Alter, wer hält schon so einen heißen Lavabrocken auf, hm? Wir haben eine Gratulation zum Übertreffen meiner Erwartungen. Knacks! Hast du das auch erwartet? Du darfst dich Bruder nennen, wenn du willst. Ja, natürlich. Natürlich. So, Mission erfolgreich. Als ob Darunia und Girem jemals Brüder wären, ja? Nicht mal ansatzweise. Ja, diese Fläche gehört nun den Goron. Die Eulstatue übrigens auch. Neu ein bisschen besiegt den feindlichen Feldmarschall. So. Mein Hand an Tentakel, wie gut, dass ich gerade in der Nähe bin. Die kann ich überhaupt nicht ausstehen. Die stinken nach Dünger. So, und wie sage ich das immer so gerne? Halt die Fresse! So, der andere Truppen starten eine Großoffensive. Wenn ich schon mal da bin, nehme ich auch die Finsterwald-Festung ein, ist doch klar. So, hier. Wum, 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 wum und Klacks. So, Finsterwald-Festung erobert. Ein paar Chaos fehlen ja auch noch. Alter, was machst du denn da? Dieses Flöckchen Erde ist meins. Und du hältst die Fresse. Scheiße, Dreck, man hat das Sagel. Bombardement Ende bereitet. Das Bombardement ist vorbei. Nicht wahr, Girahin? Ist doch gleich viel besser so. Was? Der Belager hat die Stadtfestigkeit an meiner Festung halbiert. Den schnapp ich mir. Hätte er das Schlachtfeld nicht verlassen. So, hier für euch. Boom. Magie wird sich gut aufgehoben für den Schluss. So, der Offensivspezialist ist in Bedrängnis. Was bist denn du für ein Offensivspezialist?
Ist ja mal komplett bescheuert. Ja, ja, ja. Okay. Gab's hier eigentlich irgendwas Wichtiges? Fessen ist unser. In der Quelle der Göttin war doch, glaube ich, noch ein Schatz, gell? Dann räumen wir da mal auf. Da brauche ich noch ein paar K.O.s. Die hole ich mir hier drin. So, Wirbeltwister und Boom! Zack. Zack. Ja, habe ich aber diesmal wirklich Glück gehabt mit den Manhattan-Tentakeln, dass die so nah beieinander waren. So, fehlen nicht mal mehr 100 K.O.s. Das wäre doch gelacht. Ganz gut, ich muss dich loben. Ach, jetzt hör aber auf. Jetzt ist aber mal genug mit dem Lob. Wir sind ja noch immer nicht ganz fertig. Ah, wusste ich doch, da war was. Ein neues Teil Feenkleidung darf es auch ganz gern mal sein. So. Gut, dann machen wir Schluss. Also bei der Schlacht muss ich sagen, ich hatte jetzt gerade wirklich, ich hab da ja gesehen, bedeutend weniger Probleme als wie vorhin mit dem Horror-Kid. Das war eine Katastrophe, aber das hier geht voll klar. So, ach, der junge Link hatte sogar schon ein bisschen Schaden erlitten. Ah, ne, es ist ja Toon Link, Mensch, diese Entscheidungsschlacht Wind Waker, was würde der junge Link hier machen? Das, der wäre hier, wenn es hießen würde, Entscheidungsschlacht mit Majora's Mask. So, hab das Hauptquartier eingenommen, ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen, feindliche Sockkarte eingenommen, was soll das? So, na, den Hammer kannst nicht mal du aufhalten, mein Kleiner. So, es tut mir wirklich leid. Wir wären beste Blutsbrüder geworden, aber in dem Fall leider nicht. So, na los, komm. Ein letztes Mal noch drauf loshämmern und knacks! Geschafft! Ihr habt genug, oder? Kommt mir nicht mehr in die Quere! Ganz ehrlich, wenn der Runier bei Let's Dance mitmachen würde, der würde den ersten Preis gewinnen. So, 7,5 Minuten, das nenne ich mal einen Unterschied. Und wir bekommen den Dunkelhammer. Das erkennt man hier zwar nicht, aber der ist eigentlich dann lila. Weil es eine Feuerfinsterniswaffe ist. Voll geil. Feuerfinsternis für der Runier. Mit dem legst du dich besser nicht an. Wenn du den wütend machst, na dann, pff, gute Nacht. Und eine Kokolint-Aura. Passt ja. Und ich hatte tatsächlich das Gefühl, was vergessen zu haben, nämlich den verfickten Herzcontainer. Wo zur Hölle war denn der? Naja, ist doch wurscht. Komm, ist egal. Wir vertreiben hier mal den Albtraum. Mit der Seestern-Triangel erhöht die Beutequote für Nahrung. Gibt's noch mehr Essen? Das Heilige, er hat alle Albträume vertrieben. Die Macht der Instrumente der Sirenen wurde freigesetzt. So, die wahre Macht der Instrumente. Wenn du den Windfisch erwächst, erwacht auch die wahre Macht der Instrumente der Sirenen und die Dauer ihrer Effekte verdoppelt sich. Außerdem kannst du die Instrumente auf jeden beliebigen Kartenabschnitt einsetzen. Endgeil, oder? Das ist nochmal ein zusätzliches Extra. Jetzt wirkt diese Sirene macht 6 Schlachten lang. Ist denn das zu fassen? Und das heißt, wir könnten theoretisch sogar schon hier hingehen. Besiege den Dämonenkönig im Albtraum. Aber das machen wir dann, wenn es soweit ist. Was wäre dann hier noch zu erledigen? Die große Versuchung Stufe 6 machen wir offscreen. Und im nächsten Part machen wir dann wieder irgendwo anders weiter. Also, ich gebe zu, beim Horror-Kit
lief es nicht ganz so gut. Bei der Runia ging es eigentlich voll klar, aber das mit dem Herzcontainer war schon wieder zu schnell. Aber das ist nicht so schlimm, ja? Am wichtigsten sind die Waffen. Wichtigstens sind die Waffen, die haben wir jetzt. Aber noch längst nicht alle. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.